Ist das Zelt anarchisch gewachsen? Also das kann ich gleich mal ausblenden. Da muss ich mir Gedanken machen auf, ist das. Man hätte es als Produkt nicht erfinden können, als Walber, für Winterbach. Ja. Es wäre zu verrückt, zu groß, zu... Doch, das kann ich schon erfinden, finde ich. Das könnte man erfinden. Aber klar. Du kannst es erfinden, bloß setzt dir das niemand um. Ja? Also wir haben ja innerhalb dieser Kulturinitiative auch schon andere Ideen gehabt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Bluesparade. Aber das hat Jahre gedauert, bis der Verein, bis die Mitglieder daran glaubten und bis wir eine Idee für uns gehabt haben, wie man das dann wirklich umsetzt. Aber verrückte Ideen kannst du natürlich haben. Es ist nur so, die schlechte Konstellation ist, wenn du gute Ideen hast und die andere soll jetzt sie umsetzen. Das funktioniert nicht. Also hängt es doch von den Personen ab, von einem, beinahe von einem Einzelnen, von Musikverrückten, die dann keine Mühen scheuen. Ja, das hängt nie vom Einzelnen ab. Das funktioniert auch nicht. Es funktioniert nur, wenn so ein Projekt mehrere miteinander stemmt und ich würde sogar sagen, mehrere, die sich einfach besonders gut verstehen und die ein gemeinsames Interesse haben an der Musik, aber auch vor allem an sich selber. Und jetzt wird das Produkt weiter und weiter entwickelt und es ist sozusagen überörtlich groß, also übermenschlich groß. Hat man da nicht manchmal Angst, was machen wir da? Ja, an der Stelle könnte man ganz sicher zurückschrecken. Aber ansonsten ist das Projekt nicht so groß. Also es ist eher... Das wird eher der Spruch rumgehen bei der Kulde immer, kleiner machen wir es nicht. Also wenn, dann machen wir es größer, aber nicht kleiner. Wir können nicht einen Schritt zurück. Wobei es natürlich manche Leute gibt, die würden das gemütlicher finden, wenn man es kleiner macht und wenn man es vielleicht mehr auf den ureigenen Kulde-Musikgeschmack zurück macht. Aber wobei ich denke, das 10. Zeitspektakel ist schon auch ein bisschen eine Zäsur. Also ich denke, nach dem 10. Zeitspektakel und in das Alter, in das wir jetzt alle schon gekommen sind, macht man sich bestimmt Gedanken, wie dann ein nächstes Spektakel aussehen kann. Das kann aber auch durchaus, so tickt die Kulde, das kann durchaus auch nochmal größer werden. Eben in Verbindung unter Umständen mit der Remstal-Gartenschau. Zum Beispiel, aber halt auch in Verbindung, und das ist das eigentlich Wichtige, mit den Künstlern. Ja? Je nachdem, was du für einen Künstler kriegst. Mit einem Joe Cocker 2013 hätte man natürlich schon ein wesentlich größeres Zelt nehmen können. Aber der Künstler war einfach nur kurzfristig verfügbar. Also da war das wahrscheinlich auch nicht mehr zu planen. War ja alles schon bestellt, Zeltgröße und so weiter. Aber wenn du entsprechende Künstler hast, kannst du definitiv das Zeltspektakel größer machen.